Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Holter, ich würde gerne auf 4 Punkte kurz reagieren. Zunächst dazu, dass aus Ihrer Sicht nur 80 Referendare aus der eigenen Ausbildung übernommen werden. Die Frage ist ja auch, ob die aus dem Land stammen oder ob sie vielleicht aus Nordrhein-Westfalen kommen und in diesem Sinne gar keine Landeskinder sind, unter Anführungszeichen. Die Frage ist nur, welche Debatte wollen wir hier eigentlich führen? Die DDR gibt es nicht mehr. Es gibt keine Mauern. Die Menschen sind frei, ihre Arbeitsplätze zu wählen. Und wir als öffentliche Hand, Herr Holter, und die Schulleiter, die führen am Ende die Auswahlgespräche, nachher auch für Lehrer. Wir sind gehalten und verpflichtet, auch im Interesse unserer Kinder, die besten Bewerber auszuwählen. Und da sage ich Ihnen, auch ich als Schulleiter würde dann nicht den nehmen, der aus Güstrow kommt, wenn er schlechter ist als derjenige, der aus Hamburg kommt. Weil wir brauchen guten Unterricht. Die Schulen sind keine Beschäftigungsgesellschaften für Lehrer, sondern das sind Dienstleistungseinrichtungen für Schüler und Eltern. Zweiter Punkt. Thema Grundschullehrer. Ich möchte es nochmal sagen. Die Grundschullehrer in Mecklenburg-Vorpommern werden genauso bezahlt wie in allen anderen Ländern. Die verbeamteten Grundschullehrer sogar besser, weil wir etwa auf Platz 3, 4 oder 5 der Beamtenbesoldung liegen. So. Das heißt, es gibt dort keine andere Situation in Deutschland. Dass es den Wunsch gibt, der Grundschullehrer auch dort aufzusteigen, kann ich persönlich nachvollziehen. Aber es ist nicht eine Situation, dass wir unsere Lehrer schlechter behandeln. Im Gegenteil. Wir bezahlen sie genauso gut wie alle anderen Länder. Maximal etwa 4.300 Euro brutto im Monat, wenn die Erfahrungsstufe erreicht ist. Aber sie haben bei uns als Klassenleiter die geringste Unterrichtsverpflichtung in Deutschland, nämlich nur 27 Stunden. In Hessen sind das 29. Hessen ist bekanntermaßen ein Geberland im Länderfinanzausgleich. Insofern gibt es auch bei den Grundschullehrern im bundesweiten Vergleich eine Besserstellung. Nicht über das Einkommen, aber über die Unterrichtsverpflichtung durch das 50-Millionen-Paket. Zum Thema Arroganz oder Reaktion. Herr Holter, ich habe angekündigt, dass ich die Lehrer an meine Sprechstunde einlade. Dazu habe ich das ja eingerichtet. Und es gibt einen Brief von mir an die Schulen, wo genau diese Einladung ausgesprochen wurde. Und jeder Grundschullehrer, der mit mir über seine Eingruppierung reden möchte, wofür ich Verständnis habe, hat die Möglichkeit, das persönliche Gespräch mit mir zu suchen. Und es tut mir leid, ich finde das besser, als einen Serienbrief mit einem Serienbrief zu beantworten. Das ist nicht meine Art und Weise, wie ich mit Lehrerinnen und Lehrern umgehe. Dritter Punkt und vierter Punkt. Sie haben hier mehrfach behauptet, dass in irgendeiner Form gekürzt wird. Ich möchte Sie nachdrücklich auffordern, im Rahmen der schulpolitischen Debatten zur Sachlichkeit zurückzukehren, denn es gibt keine Kürzung. Das sind Falschbehauptungen. Das 1%, das einbehalten wurde, musste man natürlich einhalten, um Schülerzahlentwicklung an einer bestimmten Schule, wenn es dort so viele Schüler gibt, dass man eine weitere Klasse aufmachen muss, um das auszufinanzieren. Und sagen Sie doch auch, dass die 99% bedeuten, dass wenn eine Schule Schüler verliert, über dieses 1% hinaus, dass die Schule keine Stunden verliert, dass sie Planungssicherheit hat. Anders geht es im System einfach nicht. Und ich habe schon öffentlich gesagt, wenn die Schülerzahl steigt, und das tut sie, dann bekommen wir vom Finanzministerium zusätzlich Stellen. Und ich habe auch öffentlich gesagt, wir sind noch nicht fertig mit den Rechnungen, weil das im berufsbildenden Bereich etwas komplizierter ist. Und wenn wir damit fertig sind, werden wir zum Finanzministerium gehen, die Stellen beantragen und dann wird es sie geben. Und dann werden wir mit diesen Stellen etwas Vernünftiges machen. Das ist dann auch in der Koalition zu besprechen. Und eigentlich müssten Sie das wissen, weil das in jedem Jahr so läuft, schon seit vielen Jahren. Das ist ein ganz normales Verfahren. Deswegen fordere ich Sie nachdrücklich auf, diese Falschbehauptungen nicht zu wiederholen. Denn ich glaube auch, dass Sie wissen, dass es Falschbehauptungen waren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.